Auch im September soll es einen Lesewichtling geben. Ihr habt die Möglichkeit abzustimmen beim Lesewichtling. Es ist zeitlos neue Lesewichtel. Das heißt, eins von den Büchern landet auf meiner Leseliste für den nächsten Monat. Hallo ihr Leseratten, ihr habt die Möglichkeit abzustimmen, welches der folgenden Bücher ich im nächsten Monat lesen soll. Und wenn ihr im Themenvideo gestern gut aufgepasst habt, wisst ihr, dass der Gewinner des Lesewichtelns ausschlaggebend für das nächste Thema des Monats ist. Also könnt ihr gleich mal ein bisschen mit überlegen, welches Thema euch interessieren möchte, beziehungsweise welches Thema es sein könnte, weil manchmal ist es vielleicht nicht ganz so offensichtlich, was ich damit verbinde. Und von daher fangen wir einfach mal an. Ja, genau. Das erste Buch, was ich hier habe, ist von Jörgen Rosenfeld. Ich weiß gerade nicht, wie sie wirklich heißen. Moment, lass mich kurz schauen. Ach, da. Hans Rosenfeld und Michael Hjort. Das Mädchen, das verstummte. Man sieht wieder gar nichts wegen der Sonne. Wir machen das mal so rum. Ja, das ist der vierte Band, wenn ich mich nicht irre. Der Sebastian Bergmann-Reihe. Ich habe schon lange nicht mehr weiter gelesen und es gibt inzwischen schon wieder einen weiteren Band, den sechsten müsste das sein. Ich habe bis zum fünften Band noch hier und das ist der vierte. Steht nicht auf das, da steht das drauf. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht natürlich. Und ja, dafür könnt ihr abstimmen. Oder für Joy Fielding Herzstoß. Ja. Haha. Genau. Auch das natürlich. Sehr interessant, sehr interessant. Und wir haben schon wieder Simon Beckett dabei mit Obsession oder Obsession. Ich weiß nicht, warum ich das immer Englisch ausspreche, aber ja. Das ist wieder da besser. Also dann müssen wir mal gucken, wo es am besten zu sehen ist. So, Obsession. Wird Simon Beckett auch dieses Rennen machen oder ist diesmal jemand anders dran? Wir werden das feststellen. Dann Helena Thorsten. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Das ist wieder hier besser. Ja, ein Fall für Irene Huss. Da habe ich schon mal eins gelesen vor ewigen Zeiten und leider vertauscht. Also weggegeben, weil das war ein bisschen kompliziert. Schade eigentlich, aber hat mir gut gefallen. Von daher bin ich gespannt, was mit Irene Huss noch so passiert. Und der erste war eine Reihe. Young Sherlock Holmes. Der Tod liegt in der Luft von Andrew Lane. Ja. Also, ja, habe ich gesagt, Young Sherlock Holmes. Genau. So, das sind die fünf Bücher, die abstimmbereit sind, sozusagen. Ich zeige euch nochmal alle im Schnelldurchlauf. So. So kriegt ihr mal das hier. Gut. Ich bin gespannt. Man sieht mich nicht mehr, aber ist egal. Ich bin gespannt, welches der Bücher das Rennen macht. Und ihr merkt schon, ich habe diesmal tatsächlich darauf geachtet, dass das eben alles entweder unbekanntere oder bekanntere sind und das hier gehören definitiv zu den bekannteren. Und deswegen wird es umso spannender, welches der Bücher diesmal gewinnen wird. Und ja, es ist aber auch ein Grautblatt, so ein Hallo. Die Sonne macht mich heute ein bisschen wahnsinnig, aber ansonsten, da wäre es noch schlimmer gewesen. Langsam wird es Zeit, dass ich dieses Video beende. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.